Ich bin gerade dabei, Kuhknochen zu verkohlen, damit ich die einfacher zerbröseln kann. Denn in der Form können die Bodenlebewesen die Knochen auch viel einfacher zersetzen und auch umsetzen. Wenn ich sie so einfach in den Kompost reinwerfe, wird das eine Ewigkeit dauern. Jedenfalls könnt ihr auch sehen, dass hier sehr viel Rauch entsteht. Und zu unseren Vorzeiten bzw. unsere Ahnen, die haben sehr viel mit dem Rauch auch im Garten gearbeitet, weil man dadurch zum Beispiel Schädlinge mit beseitigen kann. Ja, du hast richtig gehört, damit kann man zum Beispiel Plagen und Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse oder auch die weiße Fliege beseitigen. Liegt wohl wahrscheinlich auf der Hand, weil das Rauch ein Zeichen von Gefahr bzw. Feuer ist und die Tiere nicht unbedingt an so einem Ort da sein möchten, weil sie natürlich auch irgendwie überleben möchten. Der Rauch irritiert einerseits die Sinnesorgane der Insekten und sie nehmen natürlich auch die Stoffe auf, die in dem Rauch mit enthalten sind. Einerseits die giftigen Bestandteile und auch ätherische Öle, wenn man zum Beispiel bestimmte Pflanzen verbrennt, zum Beispiel Lavendel oder auch Knoblauch, diesen Geruch nehmen sie auch wahr. Also kannst du dir zum Beispiel schon mal eine Liste aus dem Internet rausschreiben, welche Gerüche bei welchen Insekten besonders gut helfen. Außerdem fördert das Verbrennen von Pflanzenteile die Keimung von anderen Saaten und natürlich auch das Pflanzenwachstum, weil hier CO2 mit freigesetzt werden, die Pflanzen natürlich auch nutzen können. Interessant bei den ganzen Sachen ist auch mit den Rauchbomben, dass es hier auch spezielle Rauchbomben für den Nutzen von Gewächshäusern gibt, Schädlinge mit Rauch zu bekämpfen, weil halt das Gewächshaus ein geschlossener Raum, sage ich mal, ist. Und draußen, wenn man das jetzt im Freiland macht, dann kommt einmal der Wind und weht ja alles rum und dann belästigst du mehr den Nachbarn mit irgendwelchen Gerüchen. Ich zeig dich an. Allerdings ist der Rauch auch ein zweischneidiges Schwert, weil sich da auch gewisse Partikel mit im Rauch befinden und die legen sich dann auch die Blätter ab und über die Blätter müssen die Pflanzen natürlich auch dementsprechend atmen und benötigen auch Sauerstoff. Und diese Partikel können auch diese Sauerstoffchen in der Pflanze verstopfen. Falls du glaubst, deine Pflanzen haben jetzt zu viel Rauch abbekommen, dann kannst du zum Beispiel einen Sprüher nehmen und hier auch die Blätter besprühen, damit halt hier die Poren auch wieder frei werden. Im Grunde oder tendenziell würde ich so ein Vorhaben auch je nach Größe des Gewächshauses vielleicht 20 bis eine halbe Stunde machen. Hier beim Folientunnel, wo es ein bisschen größer ist, habe ich auch schon mal eine Stunde lang testweise ein bisschen Rauch ziehen lassen und es hat auch dementsprechend gewirkt, dass halt sehr viele Insekten auch dann verschwunden sind. Also wie wir sehen können, hat Rauch und Feuer positive, aber auch negative Eigenschaften, wo wir halt immer aufpassen müssen bzw. abwägen, was wir denn genau haben möchten. Nichtsdestotrotz ist halt eine Art der Zerstörung und Feuer hinterlässt sehr fruchtbaren Boden. Es gibt zum Beispiel Farmer in Amerika, aber auch in Südamerika, Lateinamerika, die halt zum Beispiel ihre Felder abbrennen, damit sie halt hier fruchtbaren Boden haben. Oder auch ganz klassisch in Vulkanregionen, tun halt gerne am Fuße des Vulkans oder in dessen Nähe die Farmer ihr Obst und Gemüse anbauen, weil halt da sehr fruchtbarer Boden ist. Wenn du diese Methode nutzen möchtest, dann pass bitte auf. Hab das Feuer zu 100% unter Kontrolle und sei dir auch bewusst, was du da tust. Kann recht peinlich sein und du sorgst auch für sehr viel Gesprächsstoff, wenn auf einmal du dein Gewächshaus abbrennst, weil du halt eine Insektenplage in deinem Gewächshaus loswerden möchtest und deshalb die Feuerwehr antanzen musste. Wenn dir diese Methode der Schädlingsbekämpfung zu riskant ist, werde ich hier noch an der Seite zwei weitere Videos verlinken, die dir dabei helfen können, dein Schädlingsproblem auch ohne Feuer in den Griff zu bekommen, ohne irgendein Risiko einzugehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du sowas noch nicht gewusst hast, dass man Feuer so einsetzen kann, kannst du es mir auch gerne unten in die Kommentare kommentieren. Vielleicht hast du ja selbst schon mal Erfahrungen damit gemacht, würde mich auch sehr interessieren. Und sonst freue ich mich, wenn ich dich im nächsten Video wiedersehen darf.